Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Worum geht's heute? Es geht darum, Barsche und Zander zu fangen, aber nicht da, wo wir sie mit üblichen Ködern fangen. Also normalerweise haben wir ja so einen Köder, da ist hier vorne entweder wie jetzt hier so ein Chebu-Kugel dran oder es ist ein klassischer Bleikopf dran. Und die Köder, die fallen natürlich zum Grund und dann werden die über den Grund gezogen und wir versuchen die Fische vom Grund wegzukratzen. Das ist auch meistens gut und richtig, weil zum Beispiel Zander ja ganz viel am Grund stehen. Bei Barschen ist das oft ein bisschen anders. Die stehen auch mal am Grund, aber auch mal im Mittelwasser, auch mal an der Oberfläche. Das heißt, da müssen wir ein bisschen suchen. Und im Frühjahr, da haben Zander und Barsche eine Gemeinsamkeit. Die stehen nämlich ganz häufig im flachen Wasser. Und da ist so ein bisschen das Problem, wenn wir da mit einem klassischen Bleikopf angeln oder Tangstenkopf angeln, ja, dass wir den quasi immer so über den Boden schleifen, dass wir da gar keinen richtigen Fluss hinbekommen, dass wir also nicht so ein kleines Fischchen imitieren können. Und wie wir das machen können, dafür ist eigentlich das Hoover Rig super geeignet. Hoover Rig ist irgendwie der neueste geile Scheiß aus Japan und das ist dann rübergeschwappt in die USA und die Bassfischer, die liegen da drauf, weil sie eben damit in der Lage sind, einen Gummiköder im Freiwasser anzubieten, ohne dass der zu schnell absinkt, ohne dass er zu weit aufsteigt, sondern dass sie ihn im Freiwasser anbieten können und dass der dabei eben so irre Bewegungen macht, so zickzack hin und her. Und was wir zum Hoover Rig binden brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Das ist zum einen der Jighaken. Da bitte so einen Wurmhaken nehmen, Offset-Wurmhaken, das heißt so ein Offset-Haken, allerdings mit einem geraden Schenkel hier unten, ja, nicht mit einem krummen. Die gibt's auch in verschiedenen Größen, in verschiedenen Längen und Stärken. Das hier ist jetzt die Größe 2, nicht 2.0, sondern die Größe 2. Das hängt natürlich vom Köder ab, welchen ihr verwenden möchtet. Und dann brauchen wir dazu ein Gewicht. Ich habe hier so ein sehen können, so ein Blei, das man in den Köder reinstecken kann. Das gibt es auch im Barschzubehör. Ja, und dann die Herstellung dieses Hoover Rigs ist eigentlich ganz einfach. Ich nehme meinen Köder und steche das jetzt hier ein, allerdings nicht vorne, wie ich das klassischerweise mache, sondern hier 1 Zentimeter ungefähr hinterm Kopf. Da steche ich meinen Haken ein. So, das erste Stück senkrecht nach unten. Dann führe ich den nach hinten, im Grunde wie bei einem ganz normalen Haken. So, dann kommt er hier raus. Da ist einigermaßen gerade. Dann führe ich das hier rein und durch. Und zack. So. So sieht das Ganze dann aus. Das muss schön glatt sein. Das hätte man besser machen können, ein bisschen. Aber zu zeigen ist das okay. Das heißt, so ist mein Fisch jetzt aufgeregt für das Hoover Rig. Und was auffällt ist, dass die Schnur eben nicht mehr vorne passiert, die Schnurführung, sondern ein Stückchen weiter im Fisch. Das bedeutet also, wenn ich jetzt hier anjigge, dann jigge ich den Fisch nicht so nach oben, sondern der geht so im Ganzen nach oben. So, jetzt muss der natürlich noch irgendwie, muss ich dafür sorgen, dass der leicht absinkt. Ja, und dafür brauche ich hier mein Blei, was ich auch dazu habe. Und das schiebe ich einfach hier vorne jetzt rein in den Fisch. Die Bleie sind dafür gemacht, die sind vorne angespitzt. Die kann man hier jetzt reinschieben. Wie weit ich die reinschiebe, das müsst ihr bitte ein bisschen ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man die wirklich so bis zum Anschlag reinschiebt. Ja, was ist jetzt passiert? Jetzt ist das Blei, vielleicht kann man es so ein bisschen von hier sehen, es ist das Blei von vorne bis weiter hier hinten. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Köder anjigge, dann geht der nicht vorne mit der Spitze nach unten, sondern der geht so gleichmäßig nach unten und zwar sehr langsam, weil das Blei, was ich hier verwendet habe, das waren jetzt 1,2 Gramm, also das ist nicht viel. Heißt, ich kann diesen Köder rauswerfen, dann sinkt der ab, auf die Tiefe, die ich haben möchte, und jetzt jigge ich den. Dadurch, dass das die Schnur nicht vorne, sondern in der Mitte oder weiter in der Mitte angreift, geht dieser Köder nicht straight hinter der Schnur her, sondern der bricht zur Seite nach links und rechts aus. Und das ist das Geniale am Hoover Rig. Und
Das macht ihn zur idealen Frühjahrsbarschmaschine. Warum? Weil den Köder kann ich natürlich idealst, wirklich idealst im Flachen fischen, weil er eben so langsam untergeht. Ich kann ihn also ins Flache werfen und dann 2, 3, 4 Sekunden warten, bis er so auf 20, 30, 40, 50 Zentimeter Tiefe ist, da wo ich ihn haben möchte. Und dann jigge ich das an, dann geht der hin und her, bleibt auf dieser Höhe, fällt also nicht nach unten und ich kann so die Flachwasserzonen super, super abfischen. Eine Kleinigkeit noch, die das Hura Rig hat. Wir haben hier natürlich keine krautfreie Montage. Das heißt, hier oben, da sammelt sich Kraut. Wie ihr das auch krautfrei hinbekommt, da habe ich euch jetzt hier mal ein Video verlinkt. Da bekommt man nämlich das Hura Rig auch noch krautfrei hin. Schaut mal nach, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Das Frühjahr steht vor der Tür und ich wünsche euch natürlich ganz viele fette Frühjahrsbarsche und Frühjahrszander. Vielleicht ja mit dem Hura Rig gefangen. Ist der neue geile Scheiß. Was ich euch unten verlinkt habe, es gibt auch fertige Hura Rigs mit Ködern passend zum Kauf. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt eure bewährten Köder nehmen, mit denen ihr schon viel gefangen habt. Aber ihr könnt natürlich auch, wer es erstmal ausprobieren möchte, fertige Hura Rig Köder. Da ist auch dann hier der Haken und das Blei direkt in einem zusammengegossen. Das ist natürlich ein bisschen einfacher zum Binden. Wer das möchte, ist unten verlinkt. Ansonsten schaut euch bitte das Video an, wie ihr das hier auch noch krautfrei hinbekommt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über den Daumen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, euer Philipp.